Und jetzt das, was vielleicht dann spannender ist, Opel bringt jetzt den neuen Grandland raus mit 700 Kilometer Reichweite. Also neues E-Auto von Opel. Gibt's dann auch noch, es gibt auch noch Hybrid und der Plug-in-Hybrid-Version. Seit das jetzt alles Stellantis ist, muss man sagen, das hat Opel ganz gut getan. Also ich finde den Innenraum super cool gemacht. Ja, na, das auf alle Fälle. Mal, ich sag da jetzt gar nichts. Also wir haben die älteren Opel-Modelle, also jetzt so also 5, 6 Jahre alter Insignia oder sowas, die find ja, das sind wunderschön. Also generell vom Design, vom Innenraum her, wunderhübsche Autos. Ich wüsste jetzt nicht, ob das mit Stellantis besser werden könnte oder schlechter. Ich finde, sie seien unter, sei es das Land, das sie besitzt, finde ich, gefallen sie mir besser. Mir hat davor das kantige Design auch schon ganz gut gefallen. Wobei er sagen muss, wie ich den Grandland gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist ein schönes Auto. Das ist, vor allem, es ist einmal ein schöner SUV. Sowas sieht man ja recht selten. Es ist halt wieder nur ein SUV. Schon wieder. Ja, das, ich mein Gott, das ist ein anderes Thema, braucht man nicht reden, Aber der wirkt, aber. erstens einmal wirkt er schön. Mir gefallen die Linien, die Kanten. Also, es ist eine schöne Kombination aus geschwungenen Linien und Kanten. Und das Raumkonzept ist nicht so schlecht. Also der hat jetzt auch nicht wenig Platz. Also er hat zumindest einen für die Größe des Autos sinnvoll nutzbaren Innenraum. Das hast du ja bei den ganzen SUVs oder bei den SUVs eigentlich sehr, sehr selten, weil da innen alles mit Luft verbaut ist. Zuerst Karosserie, dann Luft und dann ein Plastik drauf. Also der wirkt recht sinnvoll. Ich habe da andere Fotos irgendwo gesehen noch, aber wo waren denn? Der letzte Woche noch. Ja, ist egal. Ich habe noch einen zweiten Link, da glaube ich, sind mehr Fotos drin. Wobei halt. Ach so, dann kann es sein, dass ich das auch bei Golem gelesen habe, vielleicht. War das da? Na, irgendwo habe ich noch Fotos vom Innenraum gesehen, aber das ist ja wurscht. Nur. Das wird halt schon wieder so ein Auto sein mit einem, wenn du den 98 Kilowattstunden Akku haben willst, bist du bei dem definitiv so in der Preisklasse sowas bei 55.000, 60.000 Euro. Also Das glaube ich, bist ganz leicht, ja. wieder einmal so quasi E-Autos nur für Gutverdiener. Ich meine, dass der nicht um 35.000 kriegst, das ist klar. Also das würde ich jetzt auch unterschreiben. Ja, dann verstehe ich nicht ganz, auf was Stellantis außen will, weil der Markt der Gutverdienenden, der wird zunehmend kleiner. Also der Markt jener, die sich so ein Auto leisten können, wird kleiner. Und im Ernst, wenn ich da jetzt ein Audi stehen habe um 60.000 Euro oder ein Opel Grandland um 60.000 Euro, dann nehme Naja, ich ein Audi. die Realität ist halt mittlerweile andere. Der Audi kostet 120.000 als Elektroauto. Na, da Q, was Q3, Q4, der kostet 60. Audi Das Q4 glaube e-tron. Ja, glaub's mal, ich weiß es, ich habe mich da informiert. Ja, der Unterschied ist halt der, du musst jetzt eins bedenken, der ist halt leer. Wie leer? Der Audi Q4 e-tron ist, wenn du den um 60.000 in der Liste kaufen würdest, hast du gerade und gerade das Lenkradl drin. Ah, das ist ein Blödsinn. Ja, ich will jetzt nicht Audi verteidigen, aber warte mal. Naja, ich glaube, Audi brauchst du ja nicht verteidigen, aber da ist definitiv nichts drinnen. Also der Q6 fängt bei 65.000 Euro an. Der Der Q6, und das ist der Q6. große, gell? Und der Q4 e-tron fängt bei 49.000 Euro, bei 53.000 Euro an. Gut, dann wird wahrscheinlich der Opel Grandland billiger werden. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Weil das geht dann fast nicht. Ich meine,
Ich wüsste jetzt nicht, wie du den jetzt ausstatten musst. Ich meine, man müsste jetzt komplett miteinander vergleichen. Ich persönlich brauche nichts. Ich will Apple, Naja. wie heißt Zollspar, Audi, Fix, Extra. Apple Car, Car Apple. Naja, bin ich bei dir, aber das Zollspar Audi, Fix, Extra. Also, Glaubst dass du was gratis bei denen kriegst, das gibt's nicht. Ja, gratis ist ja nichts. Du zahlst ja wohl 3,50 das da dafür. Aber da ist das ziemlich sicher nicht drin. Schau mal, ihr habt da jetzt die minimalste, also ist Einstiegsmodell, vollständige technische Daten, okay. Exterieur, Interieur, Ausstattung. Aha, da wollen sie da gleich natürlich einen Kredit verkaufen. Serienausstattung. Ja, das ist normal. Das ist Infotainment. okay, das ist der Klassiker. Ambient Lichtpaket, Dekoreinlagen, bla 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 Okay, bla jetzt bla mindestens bla. Serienausstattung wird Apple nicht erwähnt. Also Klimaautomatik kostet schon einmal. Was? Ja, die. Ja, die kostet. Die was? Ja, aber die 4-Zonen-Klimaautomatik, oder? Warte mal, na, da steht Klimatisierungspaket. Ja, ohne Die drei. Klimaanlage wird das sicher nicht Na, ausgeliefert. aber die drei Zonen Komfort-Klimaautomatik, bla bla Ja, bla. die brauche kein Mensch. Das heißt, du hast da nicht einmal. Dann hast du noch wahrscheinlich einen Drehregler drin. Das ist ja egal, aber das ist Na, mir ich will ja wurscht. keinen Drehregler. Da, auf der Rückbank, die brauchen, die können von mir aus schwitzen. Ich will es kühl haben beim Fahren. Warte mal, da habe ich jetzt was gefunden. Eventuell. Ich finde. Also dieses MMI Navigation Pro lassen Sie sich extra bezahlen. Smartphone-Paket. Da ist es nicht drinnen. Das, da ist es auch nicht Na, da drinnen. habe ich gerade geschaut. Aber das Wireless Charging-Paket. Also wenn Key Charging haben will, kostet da extra. Ja. Ja, das kostet 1142 Euro. Ja. Da bin ich mal gespannt, was da Grandland. Gibt es von Opel schon was? Von Kimpen der Grandland Na, überweisen? sie haben noch keinen Preis, was eh schade ist, weil mich das sogar interessieren, was er kosten wird. Ich meine, was man natürlich schauen könnte, weil es ist ja eigentlich, ein Peugeot ist ja das gleiche eigentlich. Weil es gibt ja ein E5008 von Peugeot und das ist ja quasi das gleiche Auto. E5000? Ah, ja, stimmt. Das ist genau das gleiche Auto. Ja, ist das Siebensitzer? Ach so, der ist größer. Ja, das, man, na, das müsste genau die Plattform sein. Ah, okay. Man, wenn sie, warte mal, den haben sie Da neuer, gibt's ja auch noch nichts. na, den haben sie auch noch keinen Preis erkennen. Ah, wohl da, warte mal. Bald verfügbar. Der hat weniger Reichweite, steht da. Warum weiß ich zwar nicht. Schwerer und einen kleinen Akku. Vermutlich, ja, dass sie denn so. Aber es steht da kein Na. Preis. Also, aber so wird so in die Richtung Ja. gehen. Also. Ja, bin auch mal gespannt. Es tut sich jetzt zumindest einmal was. Da tut sich in letzter Zeit sogar viel, ja.